Hi Freunde, ich bin's wieder, euer Patrick von Flexible Fit. Und ich komme heute mit einem Thema, was sich Selbstsabotage nennt. Was ich damit meine, ist eigentlich ganz einfach. Ich erkläre es anhand einer Geschichte. Ja? Und zwar, ich glaube, jeder kennt das. Jetzt beispielsweise als Student oder Azubi oder Schüler oder sonstiges. Man sagt sich oder man sagt seinen Freunden ab. Man sagt beispielsweise, ja, pass auf, Kevin oder wie auch immer derjenige heißen mag. Gut, Kevin war jetzt kein gutes Beispiel. Tim, pass auf, ich kann heute nicht mitkommen. Ich habe mir vorgenommen zu lernen. Ja? So, an diesem besagten Freitag beispielsweise oder der Samstag sagst du deinem Kollegen, nee, Alter, ich komme heute nicht mit. Geh alleine, hab Spaß und so, aber ich muss echt lernen, weil Montag ist die Klausur und ich muss fit sein, ich muss bereit sein, ich muss einfach gelernt haben. Ja? So, jetzt nimmst du dir natürlich als Ziel von morgens bis abends 0 Uhr, also wirklich ambitionierte Ziele zu haben. Und du versuchst dann dementsprechend von morgens bis abends zu lernen. So, jetzt fällt dir aber ziemlich früh auf, dass das nicht richtig funktioniert, beziehungsweise du dich nicht so lange konzentrieren kannst. Was du dann machst, ist, du lenkst dich ab. Na klar. So, du hast eine Phase, in der du jetzt merkst, okay, ich komme irgendwie nicht weiter, ich kann mich nicht konzentrieren. Greifst zum Smartphone, ne? Greifst zur Fernbedienung, setzt dich an den PC und du tust einfach irgendwas, was dich komplett von der Arbeit abhält. So, was ist jetzt das Problem dabei? Das Problem dabei ist einfach, dass du, während du dich ablenkst, einfach viel zu viel Zeit verschwendest. Und das ist meistens Zeit, die vergeht viel schneller, als man denkt. Und man weiß gar nicht wann und die Zeit ist weg. Ja, das heißt, du holst sie auch nicht wieder auf. So, und wo ist jetzt die Selbstsabotage, fragst du dich. Also die Selbstsabotage ist jetzt da. Erstens, du hast dich quasi selbst verarscht. Das ist das Erste, ne? Du hast dir gesagt, ja, ich lerne von 8 Uhr bis 22 Uhr oder bis 12 Uhr. So, das hast du nicht getan, weil du Pausen eingeschoben hast mit Smartphone, Telefon, Smartphone, Fernseher oder sonstigem Computer. Und es ist immer so, dass man sitzt nicht 5 Minuten am PC. In nur 2 Minuten am Smartphone. Nein, das passiert nicht. Das weiß jeder von uns. Ja? Das heißt, du verarschst dich in dem Moment selbst. Du sabotierst deinen Lernerfolg. Ja? Das Zweite ist, wo du dich noch sabotierst, ist in der Beziehung zu dir, zwischen dir und deinen Freunden. Du versuchst ihm zu vermitteln, dass du lernen möchtest. Und du tust so, als würdest du es wirklich todernst meinen. Und in dem Moment, wo du dich selbst sabotierst, weil du eben ja, nicht für die Klausur lernst, sondern andere Sachen machst, sabotierst du auch die Freundschaft zu deinem Kollegen. Weil hättest du effizient gelernt, ja, sagen wir mal, du hättest jetzt wirklich 6 Stunden am Stück gelernt, wärst du wahrscheinlich effektiver gewesen oder du hättest zumindest deinen Soll erreicht, den du dir vorgenommen hast und hättest trotzdem abends weggehen können. Ja, also ich hoffe, das wird klar, weil das ist dasselbe wie mit Dinge aufschieben. Ne? Man sagt sich immer, man macht es, man macht es, man macht es, man macht es eh nicht. Ja? Deswegen ist es sinnvoller, sich eventuell Zeitfenster zu setzen. Das heißt, man sagt, ich arbeite in Abschnitten. Ich arbeite 2 Stunden voll konzentriert. Gebe mir eine halbe Stunde Pause. Arbeite wieder 2 Stunden voll konzentriert. Gebe mir eine halbe Stunde Pause. Und das immer so weiter. Eine andere Möglichkeit wäre, im Arbeitsrhythmus quasi zu lernen. Das heißt, du stehst wirklich um 7 Uhr auf. Fängst um 8 Uhr an, machst um 9:30 Uhr eine Pause bis 10 Uhr, 10 bis 12:30 Uhr, machst dann eine Pause bis 13 Uhr, 13 bis 16 Uhr. So. Und danach ist der Nachmittag frei. So, du setzt dir aber wirklich Zeit, also Time Free, wie heißt das? Also Zeitraster quasi, dass du auch wirklich was tust. Du bist voll konzentriert dabei und setzt dir Pausen, in denen du regenerieren kannst, am Smartphone spielen kannst, PC spielen kannst, was auch immer. Ja, das ist das Wichtige. Sabotier dich nicht selbst. Und dasselbe kannst du auch auf Fitness beziehen. Ja, wenn du sagst, ich gehe jetzt zum Training, oh, und ich trainiere richtig hart. Und sobald die erste Belastung kommt, es irgendwo wehtut, nimmst du die Intensität wieder raus. Es gibt natürlich einen Schmerz durch Verletzung oder halt einen Muskelschmerz durch Belastung. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bei dem einen solltest du bremsen, bei dem anderen solltest du gefälligst nochmal Vollgas geben. Ja? Also sabotiere dich nicht selbst, indem du dir selbst Versprechen machst, die du nicht einhalten kannst. Und das ist auf alles bezogen. Also versuch wirklich, entweder das Ganze effektiv und effizient zu gestalten, dass du dir Zeitfenster setzt, in denen du arbeitest, da aber dann zu 100% fokussiert. Oder aber gesteh dir selbst ein, dass du es nicht kannst. Und dann solltest du definitiv
dich auf die Suche machen und Alternativen für dich finden. Denn Selbstsabotage ist das Schlimmste, was man machen kann. Etwas aufzuschieben, aber irgendwann doch zu machen, ist sogar noch besser, als sich zu sagen, ich tue etwas und am Ende macht man es doch nicht. Na? Also in diesem Sinne hoffe ich, dass du für dich einen Weg findest, sei es durch Zeitfenster, sei es durch einen gewissen Arbeitsstil, den du dir anarbeitest oder integrierst in deinen Alltag, dass du dadurch effektiver wirst, deine Ziele einhältst, auch die verfolgst weiterhin und einfach generell viel schneller Erfolge erzielst. Okay? Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass doch einen Kommentar da. Sag mir einfach vielleicht, wie du das machst. Also es wäre auch für mich interessant zu wissen, wie du oder welche Strategie du fährst. Hast du Zeitfenster? Arbeitest du am Stück? Wie machst du das? Schreib mir einfach in die Kommentare. Ich würde das super gerne lesen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Einen richtig geilen Tag wünsche ich dir, eine schöne Woche und wir sehen uns. Ciao.